Aber ja, auch genau rechtzeitig. Ich weiß gar nicht, hattest du das Winners Finals kommentiert? Winners Finals? Das Nee, ne? Winners Final. Es war auch zwischen den beiden. Ich glaube, das waren die Flensburger Ja. Jungs. Ja, Oder doch du? ich weiß ich nicht genau. Muss ich sagen. Aber prinzipiell eine Begegnung, die wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben, auf jeden Fall. Ja, und es geht Und es geht direkt los. komplett los hier. Genau. Grand Finals. Ja. Hier bei NDZ Rising Nummer 5. Ah. Es geht gut los. Also die beiden, Ja. kein Wunder, dass du es nicht genau weißt. Es ist nicht unüblich, dieses Set zu sehen. Von Ja. daher kriegt man da ständig Déjà-vu von. Ja. Es gibt so viele, oh, es gibt so viele Games zwischen den beiden, ne? Ja, So diesen. viele. Ich sag mal so, man kennt sich dann auch relativ gut schon und weiß auch, was man erwarten kann, eben vom anderen. Ja. Aber auf jeden Fall jetzt Rufen mit dem Stock Lead zu anfangen. Ich glaube, so das einzige Mal bei einem NIZ, jetzt so bei den letzten fünf zumindest, war es immer so, außer einmal, dass Estien und Rufen am Ende im Finale gestanden haben. Das stimmt, letztes Mal, Ja, glaube ich, auch, genau. war auch die Begegnung auf jeden Fall relativ weit Also, oben mit dabei. wenn man damit rechnet, dass Rufen da ist, also wenn er da Ja. ist, dann Grand Final. Außer, und das war eine Ausnahme, oh, Oh. schöner Kill hier von Estien. Wichtig. Als Tarik, nee, Robin war nicht da, aber Tarik und Hope waren da. Und da sah das anders aus. Da war dann Hope gegen Rufen oder sowas im Finale. Ich glaube, Hope gegen Rufen. Genau. Also hoffen wir mal, dass die Dänen nächstes Mal wiederkommen. Sie machen es immer halb. Ja. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder auf Englisch casten. Oh, und das geht hier Ja. gerade so schnell, ne? Dieser Damage. Ja, man sieht hier, SDN hat auch schon fast 150% hier wieder und aber auch nicht viele Prozent dazugekriegt, während er wirklich gut ausgeteilt hat. Ja. Oh, und Rufen macht den Sack zu hier Ja, mit dem wichtig. Stock. Wichtig auch, weil Max Rage Ike, der killt halt auch schon bei 80, ne? Ja. Da hat er dann auch noch die Kill Confirms. Oh, und das ist viel Damage. Oh, das ist wirklich 49. wichtig. Da ist nochmal viel auszuteilen. Oh. Ah, ist es offstage? Kann er recovern? Ja. Er hat da versucht mit dem Konter. Ah, guck mal. Oh. Hier, die beiden kontern sich. Das sind halt Recoveries, die man auf jeden Fall exploiten kann mit den Kontern. Ja. Es geht schon bei jedem von den Fire Emblem-Charakteren, aber vor allem bei den beiden. Ja. Oh. Oh, maybe. Ja, 120% jetzt auf SDN. Jetzt musst du ein bisschen aufpassen. Wow, die Side B war crazy. Die habe ich nicht verstanden. Ja. Okay, kann er hier das erste Game für sich entscheiden? Oh, und das war Ist knapp. das knapp? Den mag SDN, den mag er. Oh, was ist das? Ne, er hat seinen Jump noch. Und? Der Oh, Parry. der Konter hat nicht getroffen. Oh. Oh mein Gott. Und es geht einfach so. Nein, noch Na, nicht. ist noch nicht Doch, vorbei. Jetzt das aber. war's. Oh mein Gott, es geht einfach so vorbei. Halleluja. Das war die ganze Zeit Edge. Die Ja. haben sich die ganze Ja. Zeit nur geedge-guardet. Ja. Und auf einmal hat man 90% und Ja. stirbt. Verrückt, dass SDN Es das gewonnen hat. wild war auf jeden Fall die erste Runde jetzt hier. Ja. Jetzt hast du auf jeden Fall schon mal den Lead. Wild. Und musst halt gucken, wie du weitermachen kannst. Die Frage ist, also ich sag mal so, wenn du so oft gegeneinander spielst, dann kannst du auch zwischen den Runden nicht viel an dich anpassen eigentlich, oder? Ja, also würde ich halt auch sagen. Es gibt immer eigentlich so viel zu wissen, dass man hin und wieder auch Sachen vergisst. Ja. Aber im Endeffekt adapten die einfach nur Schritt für Schritt Ja. aneinander. Verändern ihr Gameplay, adapten, verändern ihr Gameplay, adapten. Ja. Und das ist halt nicht unüblich. Also jetzt kommt wieder die Super Aggression. Also im Endeffekt haben wir schon die Final Form von beiden. Und Ja. zwar einfach nur Full Aggression, die Kombos so lang ziehen wie möglich. Manchmal einfach super early killen. Haben wir. Boah. Ja, hier sowas meine ich. Das Also. ist halt so stark. Ja. Einfach 100% drauf getradet da jetzt, aber jetzt ist man wieder an der Edge und das ist kritisch für beide. Tatsächlich. Ich bin verwundert, dass ich Rufen hier noch nicht Tischtennis spielen gesehen habe, weil so wie er die Leute juggelt, Ja. hat er unglaublich krasse Reflexe. Also, die können ja gar nicht drauf reagieren.
Und SDN eigentlich immer ein Spieler, dem oft gesagt wird, dass er sehr, sehr gute Reflexe hat. Ja. Was ich also auf jeden Fall sagen würde. Wenn ich gegen ihn spiele, ich kann gar nichts machen. Der erste Stock verrufen hier. Wichtig, den da rauszuziehen und früh in Führung zu gehen quasi. Und er legt direkt nach, 28%. Ja. Okay, er entscheidet sich nicht für die Edge, sondern ihn nach oben zu pushen und die Juggle-Situation hervorzurufen. Oh. Ja. Oh, nicht erwischt und... Grab geht auch ins Leere. Okay, relativ awkward gerade. Gute Air-Dodges, aber risky. Rufen kann sich halt entscheiden zwischen dem Air-Dodge und einer Up-B, weil wenn SDN jetzt reinspringen würde, um den Air-Dodge zu punishen, dann könnte es sein, dass er eine Up-B stattdessen macht und die nach unten zieht und schon bei 0 killt. Ja. Ja, jetzt Stocks wieder ausgeglichen, SDN aber schon ein bisschen mehr Prozente da am Start als Rufen. Oh, man haut sich jetzt hier noch ein bisschen. Ja, SDN jetzt wieder an der Edge, da muss man aufpassen. Mhm. Hat gerade auch schon 100%. Rufen einer der besten Edge-Guarder in Norddeutschland. Ich würde sagen, der beste Edge-Guarder in Deutschland, in Norddeutschland sogar. Oh, aber SDN auf jeden Fall auch sehr gut da drin. Ja. Wir haben es ja eben eigentlich auch gesehen. Die Edge-Situation hat es ihm halt ermöglicht, wirklich noch zurückzukommen, ne? Ja. Oh, jetzt SDN aber 130% und Rufen hat ihn wieder an der Edge. Man kann die... Oh! Boah, das Finish schon! Ja, die Back-Air, die ist super stark. Ah, jetzt... Musst du mal gucken, ob das hier vielleicht auch bald schon reicht. Ja. Ja. Auf Reaktion. Komplett even jetzt. Okay, guter Damage. Boah, was? So viel Damage macht das? Ja. Oh... Der wollte die Combo nochmal ganz verrückt extenden. Oh, aber das ist eine schöne Combo. Das ist halt cleanes Chrome-Play. Rufen versucht auf jeden Fall ruhig zu spielen gerade. Aber man merkt, dass er diesen einen Hit auch unbedingt haben will. Oh. Oh, ja, jetzt hat er ihn wieder an der Edge. Aber er kann tatsächlich noch recovern hier. Oh mein Gott, was für eine ballsy Back-Air gerade. Aus dem Hits dann raus einfach. Ich muss sagen, das ist einfach sehr, sehr ausgeglichen hier. Oh. Es ist sehr ausgeglichen, aber also wir haben schon gesehen... Oh mein Gott! Das war auch der Sour Spot. SDN kriegt den. Ja, und das war der Sour Spot. Der Sweet Spot von der Attacke hätte einfach nach unten gehauen. Aber er hat ihn mit dem Sour Spot erwischt, deswegen ist er nach oben geflogen. Verrückt. Verrückt, und jetzt hast du Matchpoints. Ja. Jetzt hast du wirklich die Situation, jetzt hast du die Drucksituation einfach. SDN hat ja schon Winners Finals gewonnen, das heißt, letzte Chance jetzt hier für Rufen, 3 Games hintereinander zu ziehen. Ist schwierig. Ist schwierig, aber ist nicht unmöglich. Vor allem, SDN lässt ja nichts zu, er ist ja so ballsy, er haut immer direkt zurück. Ja. Wenn er nicht irgendwie eine True Combo abkriegt oder so, immer aggressiv. Da können, glaube ich, auch viele gar nicht mit umgehen dann. Nee, also nicht mit so einer Art von Aggression. Also sein Ike ist schon Next Level, muss man ganz ehrlich sagen. Er spielt den ja auch schon seit Anfang Smash 4, Ultimate. Und ja, der ist halt sick. Er ist halt inzwischen sick, weil nicht mehr viele spielen Ike überhaupt. Am Anfang hat der beste Spieler auf der Welt, also MK Leo, den gespielt. Oh, und der Konter. Und das war's, ja. Der erste Stock. Oh, Lead hier für SDN. Ja. War es das vielleicht schon? Wie spät ist es? 17 Uhr? Wow, es ist echt auch früh. Also, wird das hier früh enden oder schafft Rufen es noch auf ein Game 10 zu extenden? So kennen wir es normalerweise, aber SDN macht das hier gerade extrem sehr, sehr gut, muss man sagen. Ja. Man muss dazu auch sagen, er ist im Moment sehr aktiv. Das 9-Euro-Ticket lohnt sich, falls ihr das noch nicht habt. Ganz ehrlich, holt euch das einfach. Ihr könnt mit dem Bus fahren, mit der Bahn fahren. Alles easy, so. Ihr könnt es so nutzen wie SDN. Einfach überall hinfahren, was irgendwie im Umkreis ist und einfach alles gewinnen. Gönnt euch. Die Frage ist, ob sie dann alles gewinnen können, ne? Aber so
man merkt schon Fortschritte auch bei SDN. Also der ist hier gerade so stark. Und das auch mit einem Charakter, der als gar nicht so stark angesehen wird. Also gutes Hide hier, würde ich sagen. Aber ja. Chrom an sich schon besser. Auch das Matchup würde ich eigentlich sagen, eher Chrom. Bessere Frame-Deader. Beide Schwerter, bessere Frame-Deader. Aber jetzt gerade läuft es darauf hinaus, dass SDN einfach früher killt. Vor allem. Ja. Oh. Oh, und da muss er schon aufpassen. Es ist jetzt gerade wieder super even. Und es ist jetzt ganz wichtig, wer hier den Kill kriegt. Das war's. Ja, oh. Ja, das war's. Ja, nicht ganz, aber mit dem Stock war's das auf jeden Fall. Tatsächlich, so. Kann er das vielleicht auch nochmal? Nee. Na, ich sag mal so, SDN hat jetzt auch relativ viele Prozente, aber tradet hier schon wieder richtig rein. Oh mein und Gott, und das war's vielleicht schon. Der wird so er gut geedgeguardet. Wow, er hat den Schachmatt gesetzt, da hat er gesagt, ja, das reicht schwierig. Jetzt. Wow. Jai. Extrem gute Leistung von SDN. War ein Grand Final, ja. Muss ich sagen. Also stark. Sehr dominant auch. Stark. Davor war es 3-1 noch, jetzt einfach 3-0 geholt. Ja. Herzlichen Glückwunsch an SDN, der sich hier den Sieg hart verdient hat. Ja, letztes, das stimmt. Letztes NIZ hat, glaube ich, Ruven gewonnen. Ja. Von daher auch gegen ihn. Aber wow, was für ein Runback. Ich muss sagen, war das wirklich, heute hatten wir echt viele, viele spannende Series. Ja, ja. Also ja. Hinten raus echt schon auch 5-Game-Series hatten wir auch teilweise, ja. Ja, vor allem mit Beißel dann immer, ne? Der mag das. Ja, wir haben eine Menge Duckhands gesehen jetzt heute. Aber ja, eine Menge Duckhands, aber doch nur einer. Ja, genau. Aber doch nur von einer Person. Gut. Ja, also, ja, Carsten hat mir Spaß gemacht. Mir wir auch, hatten, wie immer. Ja, wir hatten heute auch ordentlich Leute da, also mindestens 2, 4, 5, 6, ja, 7, glaube. 7 Leute, das freut mich. Also, wenn ihr hierher kommen wollt, wenn ihr Carsten wollt, einfach nur abhängen. Wir haben jetzt hier eine Küche, wollen auch zusammen kochen und einfach, wie gesagt, so die Szene ist cool hier im Norden. Also, kommt mal vorbei, lasst euch mal blicken und ja, kommt zum nächsten NIZ, das ist am 13. August. Richtig. Wir haben auch Kontakt zu den Dänen, die wollen sich das auch frei halten. Also möglicherweise haben wir hier ein bisschen was Internationales. Dann werden wir wahrscheinlich auch wieder auf Englisch casten, mal gucken, wie das läuft. Aber ja, ich freue mich. Ja. Genau, 13. August. Save the date, Jungs, kommt vorbei. Ansonsten, hier, ihr könnt mir gerne folgen, ich poste gar nichts. Ich retweete höchstens mal oder gefällt mir, ne? Aber man kennt es gar nichts. Aber hier, ihr könnt ihm gerne mal folgen. Der auch retweetet, ja, perfekt. Sehr schön, sehr schön. Genau. Nein, schaut bei den Socials rein vom NIZ sonst. Genau, die seht ihr auch. Ja, und da. Da, NIZ, da. SSB, wenn ihr die Clips nochmal sehen wollt, wenn ihr zum Beispiel Ike gegen Chrom mal wieder spielt, dann könnt ihr da zum Beispiel auch mal nachgucken auf unserem Channel. Da findet ihr ordentlich Ike gegen Chrom. Ja. Ordentlich. Also genau, NIZ Smash auf YouTube. Wir laden jetzt wieder alle Sets hoch, einzeln. Genau. So, das war's von NIZ Rising Nummer 5. Mir hat's Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Lasst gerne ein Follow da, auch hier bei LEZ auf dem Kanal. Wir machen das monatlich. Wie gesagt, wir sehen uns am 13.8., Jungs. Genau. Hau dir rein. Ciao, ciao. Ciao.